ein abartiges Hallo Leute zu diesem kleinen Infovideo und herzlich willkommen zurück in der Modellbahnsaison. Ich habe ja eure Geduld mit einigen artfremden Videos so richtig auf die Probe gestellt, um nicht zu sagen möglicherweise sogar überstrapaziert. Aber wie ihr ja wisst, ist dieser Kanal kein Modellbahnkanal. Modellbahn gehört nur mit zum Repertoire, stellt aber keineswegs den einzigen Inhalt dar. Im heutigen Video geht's allerdings mal wieder darum, insbesondere um die Workshops Fachrichtung Modellbau für das Herbst-Wintersemester 2023/24. Seit circa einer Woche stehen die neuen Termine auf meiner Homepage online. Ja, und ich wollte euch jetzt einfach auch nochmals hier auf YouTube direkt darauf hinweisen. Die Darstellung der Termine ist nun etwas anders. Ihr seht oben praktisch die Übersicht, wann die einzelnen Kurse genau stattfinden. Unten findet ihr dann in Festdarstellung die Beschreibung geordnet nach Kurstypen, und zwar alphabetisch. Das heißt hier zum Beispiel jetzt Dampflokalterung unter Kurs B. Ich halte das für sehr viel übersichtlicher. Oben habt ihr alles im Überblick und unten könnt ihr dann nachlesen, was in diesen Kursen dann en Detail abgeht. Da findet ihr auch die Preise. Eine besondere Zäsur habe ich vorgenommen im Bereich der Alterungsworkshops, vor allem in puncto Fahrzeugalterung. Ich denke, es ist an der Zeit. Die Industriemodelle werden immer komplizierter, immer wertvoller, immer feiner. Und so erscheint es eigentlich inakzeptabel, dass man Leuten heutzutage noch Hochrisikotechniken beibringt. Da gibt es völlig andere, edlere und effizientere Möglichkeiten, die das Risiko der Modellzerstörung nahezu auf Null herunterschrauben lassen. Meine Skrupel, so etwas auf YouTube in die Öffentlichkeit hinaus zu posaunen, bestehen allerdings auch weiterhin. Im privatvertraulichen Rahmen einer freien Kunstschule aber, die die Katia ist, sollte die Weitergabe bestimmter Techniken legitim sein. Es ist ja seit Jahrhunderten so gewesen, dass Künstler ihre Privatschüler in ihre Geheimnisse einweihten. Dies geschieht im Vertrauen unter festgelegten Spielregeln. Deswegen wird hier die Verwertungsgesellschaft nicht beschädigt. Wochenend-Workshops überwiegen im aktuellen Angebot. Es gibt aber auch 3-Tages-Workshops, vor allem ist auch mal wieder der Winter-Workshop zurück. Ich sehe den Versuch, die Wochenenden nicht mehr in 2 Einzelkurse zu zerhacken, als sinnvolle Maßnahme, um das gesamte Erlebnis weniger hektisch zu gestalten und die Asymmetrien im organisatorischen Bereich der Anmeldungen so ein bisschen rauszukriegen. Ja, Leute, obwohl ich mich da natürlich finanziell in den Nachteil begebe. Das Wochenendpaket ist billiger und die Preise sind fairerweise sowieso die alten geblieben, sehe ich das als entspannter an. Ein im bisherigen Stile in 2 verbundene Tagesworkshops zerhacktes Wochenende gibt's in der aktuellen Kursplanung nur noch im Februar 2024. Und die Preise sind ja trotzdem überaus fair. Vergleicht sie doch mal mit Mitbewerbern, die Kurse mit mehr als 10 Teilnehmern anbieten. Ja, in so einem großen Seminar bekommst du natürlich entsprechend weniger persönliche Zuwendung. Da teilt sich dann die Stunde durch 12 oder durch 15 oder durch noch mehr. Und nicht nur durch maximal 6 Teilnehmer wie in der Karte. Selbst in Gruppenworkshops bietet die Karte also quasi nahezu Privatunterrichtsniveau. Also Leute, genug gelabert, schaut euch die Ausschreibungen an und zögert dann nicht allzu lange, euch auch anzumelden, eben deswegen, weil die Plätze begrenzt sind. Den direkten Link zum Kursangebot findet ihr freilich auch unter diesem Video. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, macht's gut, wie immer von Herzen, euer Kunstmichi. Ich freue mich, euch möglicherweise in naher Zukunft in der Karte begrüßen zu dürfen, selbstverständlich zu abartiger Kreativität. Bis dann, ciao!